Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Agnes Johanna und heute zeige ich dir, was es im nächsten Newsletter gibt. Und das möchte ich auch gleich mit dir ein bisschen verbasteln, und zwar in mein kleines Mini-Journal. Und ich bin irgendwie auf, ich weiß auch nicht, ich habe momentan so einen lila-rosa-Trip mal wieder, ne? Kommt ja immer mal wieder vor, es ist auch eine meiner Lieblingsfarben. Und ich habe erstellt eine Collage und ich sehe, mein Drucker hat hier Mist gebaut, so, weil das ist irgendwie hier abgeschnitten. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ja erstmal soweit gut. Und das ist einmal das Designpapier, was es geben wird. Dazu habe ich jetzt keine Kollektion in dem Sinne, sondern es kommt ein neues Designpapier. Das sind nur Hintergründe mit so Spitze. Und das ist das Einzige, was ich tatsächlich auch dekoriert habe. Die anderen, die sind, also die halten sich mehr im Hintergrund auf, die kommen dann in den Shop. Das ist quasi wieder mal ein Auftakt für ein kleines Shop-Update im digitalen Rahmen. Und es sind Basics. Also es wird jetzt erstmal so ein paar Basics geben, weil ich habe ja schon unheimlich viele Papiere gemacht, aber mir fehlen dazu immer noch so, ja, Ergänzungspapiere, ja. Deswegen habe ich das hier jetzt mal so probiert. Das ist quasi ein Prototyp, den ich mit dir teile im Newsletter. Und mal gucken, ob das in diesem Stil weitergeht. Hier habe ich ganz, ganz viele Sachen kollagiert selber. Das ist, das ist das Designpapier. Und dazu habe ich noch ganz, ganz viele kleine Sachen gemacht. Und zwar wirklich relativ kleine. Und nicht ganz uneigennützig, denn ich möchte die ja in mein Mini-Journal so ein bisschen einbauen. Und zwar habe ich hier einmal so Kirschblüten-Sachen gemacht. Also ich konnte mich nicht so richtig entscheiden thematisch. Es ist, kommt jetzt so quasi der Frühling und ja, ich wollte verschiedene Sachen haben. Und deswegen ist es auch ein bisschen, ja, unterschiedlich geworden. Also hier sind so kleine Journal-Karten, auch mit Rahmen eventuell zum Ausschneiden, wenn du möchtest. Ich habe das hier blanko gelassen. Und ansonsten so ein bisschen Collagen, die man auch noch ein bisschen erweitern kann, wenn man das möchte. Ja, schlichte Rahmen. Einen kleinen Spruch. Ich habe diesmal nicht ganz so viel Zeit gehabt, es zu erstellen. Deswegen habe ich einiges auch, wie diese Kirschblüten, die einzelnen, die habe ich auch nur gespiegelt. Und deswegen wiederholen die sich auch hier vom Design. Obwohl ich das ja manchmal sowieso schon mit drauf tue. Ne? Also, nichts Spektakuläres, aber so ein bisschen was zum Ausschnippeln. Und deswegen werden wir heute ein bisschen ausschnippeln. Und ich habe diesmal auch was Neues dabei. Und zwar hier in der Ecke eine Pocket für die Ecke. Das heißt, die hier, die soll gleich mit in das Journal und die funktioniert folgendermaßen. Die ist halt so ein bisschen, ne, passend für so ein Mini-Journal. Und zwar ist da, wo die hellen Teile sind, die knickt man gleich um und dann kann man die so schön in die Ecke kleben. Und man kann das aber auch um die Seite rumkleben, wenn man das lieber mag. Also man kann das flach kleben. Du kannst es natürlich auch komplett weglassen, die Laschen. Aber ich dachte mir, vielleicht was mit Laschen ist ja nicht so schlecht. Dann hast du auch ein bisschen was auf dem Papier so zum Verbasteln, so als Bastelunterlage. Wie nennt man das? So als Template, ja? Also als Vorlage. So, und wenn du das jetzt hier einmal so schön abschnibbelst, dann kannst du das nämlich genau da, wo es ist, auch ein bisschen, ich glaube, ich werde das ein bisschen falzen. Ich muss mal gerade gucken. Mein kleines Falzbrett, mein Mini-Falzbrett. Zack. Und da werde ich jetzt, also eigentlich habe ich ja hierfür auch so ein Falzbein. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich das gelassen habe. Das ist wahrscheinlich irgendwo im Nirgendwo verschwunden. So, deswegen mache ich jetzt hier einfach nur die Kante da so drauf, dass ich mir das so da dran halte an eine von diesen Dingern. Also das ist völlig egal an welche, nur da, dass ich da schon mal lang gehen kann, damit ich gleich besser knicken kann. So. Das werde ich ein bisschen weiter nach vorne schieben müssen. Genau, von der Ecke in die Nut hier. Upsi, gut festhalten. Mal gucken wir mal, ob mir das so gelungen ist. Also es geht halt darum, dass ich das dann besser umknicken kann. Weil das so klein ist, geht das schon ganz gut mit so einem, wenn man das vorher nochmal falzt, mit so einem Brett. Oder halt eben, ich habe ja auch eine Schneidemaschine, die hat ja auch so ein Falzding. So, und die Ecken überlappen so ein bisschen, so dass man das dann schön als Pocket machen kann, also als Täschchen. Und zwar so, dass da auch ein bisschen was reinpasst. Also
Das ist ja dadurch, dass die Laschen dann da sind. Und wenn du jetzt die Laschen aufklebst, hast du ja ein bisschen mehr Kapazitäten, nämlich dieses ganze Teil. Ansonsten klebst du es ja genau an diesem Stück fest und dann ist es sehr flach für Sachen, die du reintust. Deswegen ist das jetzt ein bisschen erhaben. Und du hast natürlich die Möglichkeit, in so einem Journal das entweder hier drum zu bauen und von der anderen... Ach nee, das ist ja totaler Quatsch. Das würde nur gehen, wenn du die Lasche hier weglässt. Beziehungsweise wenn du die Lasche hier auf dieser Seite lässt und die zwei Laschen... dann so rumbaust, ja, also da könntest du theoretisch das dran machen, so, und hier hättest du dann so ein bisschen was Abstehendes. So, ich werde die jetzt aber genauso, wie es gedacht ist, einfach so hier in die Ecke kleben. Ich werde auch ein bisschen was von der Ecke noch lassen, dass das so ein bisschen weiter in die Mitte kommt, und so werde ich das gleich festkleben. Ich nehme dafür ein bisschen meinen festeren Kleber, also diesen, der so ein bisschen nicht ganz so flüssig ist, der ist ja so ein bisschen dicker. So, und jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich die Dings habe. Ich achte, genau, meine kleine Pinzette, mit der kann ich die Sachen einfach besser umdrehen. Also echt, so eine Pinzette ist schon mega gut, wenn man die hat. So, und so dekoriere ich mir hier so ein paar von den Seiten. Ich werde ja im Urlaub, nehme ich mir dieses kleine Notizbüchlein mit, ich werde hier weniger schreiben. Ich werde wahrscheinlich eher Sachen sammeln. Also deswegen Pockets. Und als nächstes nehme ich mir mal eine größere Schere, weil das geht ein bisschen schneller dann. Nehmen wir mal hier ein bisschen Rahmen. Ich habe auch wieder ein paar Zahlen und einen kleinen Spruch mit reingebaut. Ist ja doch ganz schön, wenn man so ein bisschen was hat. So. Einmal hier rum. Ganz schlichter Rahmen, auch nur mit dieser Kirschblüte nochmal. Ist ja jetzt auch Kirschenzeit. Also jetzt noch nicht natürlich, aber Richtung Frühling ist ja dann immer die Kirsch- und Apfelbäume. Das ist jetzt hier eine Apfelblüte. Keine Kirschblüte, was erzähle ich denn da? Die sind ja, die sind sich ja schon ein bisschen ähnlich, aber... So. Es kam ja die Frage auf, auch bei meinen Stickern und sowas, ob ich da nicht schon so eine geinkte Ecke machen kann. Und ich hatte ja gedacht, ich mache das mal so peu à peu, dass ich die Sticker vielleicht auch optional mit dieser Kante mache. Aber das ist super schwer. Ich habe kein Photoshop oder so. Vielleicht geht das mit Photoshop einfach, aber ich werde mir jetzt deswegen kein Photoshop kaufen. Ich mache alles mit meinem Procreate, und das da so drüber zu legen, dass das nachher gut aussieht, das ist nicht ganz so einfach. Es ist super aufwendig, und ich wäre euch dankbar, wenn ihr weiterhin ein bisschen inkt selber, und vor allem könnt ihr so mit den Farben auch selber so euch das so ein bisschen aussuchen, wie ihr das gerne hättet. Das heißt also, sonst würde ich ja die Vorgaben immer vorgeben. Also die Farbe. Und jetzt so viele verschiedene Optionen zu machen mit verschiedenen Farben ist für mich ein immenser Arbeitsaufwand. Deswegen, also ich hoffe, dass ihr mir das nicht übel nehmt, dass ich das jetzt so nicht machen werde, sondern inkt euch das bitte. Und wenn euch das, wenn ihr kleine Sachen habt, ganz kleine Sachen, dann nehmt ihr euch das. Und jetzt einmal gerade gezeigt, also wenn ich jetzt sowas habe, nehmen wir mal, das ist jetzt ganz klein, dann haltet das fest und dann streift das nur ab. Also geht nicht von oben drauf, sonst ist das Ganze eingeschmiert, sondern streift es einfach nur so ab. Ja, also da kann man einfach mit diesem Plüsch hier mit diesem Ding einfach so abstreifen, und da kriegt man dann auch die Sticker und so eigentlich ganz gut hin. So, ja, ich weiß, für einige wird das jetzt ein bisschen enttäuschend sein, aber ich muss gucken, weil ich mache ja auch mal wieder neue Sachen und so, und es ist halt so, wenn ich alte Sachen nochmal bearbeite, dann muss ich mich echt hinsetzen, und ja, ich habe die Zeit einfach nicht, um da noch so viel, nee, das mache ich besser doch mit der Hand, glaube ich. Es gibt übrigens, das habe ich mir mal gekauft, aber ich fürchte, dass es gibt das, habe ich gesehen hier, das habe ich mir mal gekauft, so ein Teil mit so einem kleinen Messerchen. Mal gucken, ob das damit geht. Es gibt nämlich auch diese kleinen Minimesser. Ich hatte gehofft, dass man das einfach dann besser festhalten kann, ne? Wenn man so kleine Rundungen vielleicht macht oder so, dass es ein bisschen besser ist als mit einem stinknormalen Cutter. Aber dieses hier, das ist Kacke. Also das habe ich mir irgendwann mal vor einer Ewigkeit bei Temu gekauft. Und das Problem ist, es dreht sich halt nicht. Es gibt bei Instagram gibt es immer so eine
so eine Werbung für etwas. Das sieht so aus mit so einem, das ist so wie so ein Haken und dann dreht sich dieses ganze Ding. Und ich habe das noch nie ausprobiert, aber vielleicht hat das ja jemand von euch und kann was dazu sagen, ob sich das rentiert, das zu kaufen. Weil ich hätte schon gern so eine Schneide, mit der man so ein bisschen kleiner die Sachen schneiden kann. Weil dieses hier mit einer Schere machen ist halt so ein bisschen so ein, ja, ist halt ein bisschen blöd, wenn man so ungeschickt ist wie ich. So, und dieses kleine Ding, das ist quasi wie so ein Mini-Skalpell. Das Problem ist halt, die Klinge dreht sich nicht. Ich dachte, die würde sich drehen, tut sie aber nicht. So, und dann hat man hier so einen kleinen süßen Rahmen. Ja, das sieht niedlich aus, das mag ich gerne. So, also das hier ist, ja, für Kleinigkeiten, das kann man damit schneiden, aber es ist halt keine drehende, rotierende Klinge. Also ich wäre für jeden Tipp dankbar, wenn ihr was dazu sagen könnt. So, die kleinen Rahmen, die kann man natürlich auch als Pocket nehmen. Und dann würde ich dir aber empfehlen, die von hinten einmal mit ein bisschen Folie oder zum Beispiel Transparentpapier. Ich habe doch bestimmt irgendwo noch einen Rest Transparentpapier hier rumfliegen. Hm. Hoffe ich zumindest. Hatte ich mal irgendwo, vielleicht in meiner riesen Sammelsurium-Kiste hier. Finde ich eigentlich sogar schöner, weil das halt matt ist. Ne? Transparentpapier ist matt und das ist dann halt eben nicht so eine Plastik, also so eine glänzende Folie, die nachher reflektiert, sondern matte Folie halt. Und das finde ich eigentlich ganz gut, was das angeht. So, ja, jetzt muss ich gerade ein bisschen schlauerweise hier mal überlegen, wie ich das denn am besten mache. Bis wohin? Boah. So, mal gucken. Ich mache das jetzt erstmal so rum. Abschneiden geht ja nachher immer noch. So, und hier hinter würde ich jetzt dieses Transparentpapier einmal machen. Oh, was ist das denn? So ein Klebeding da drauf. Was hat denn da gemacht? Kleber, keine Ahnung, wo der herkommt. So, das sind wirklich ganz kleine Mini-Sachen. Ich finde die ganz niedlich so. So, dann kommt jetzt hier einmal das drauf. Zack. Und ja, das ist total putzig. Man könnte das sogar noch irgendwo draufkleben, wo man dann halt darunter dann auch eine Illustration oder sowas hat, die dann durchschimmert. Ne? So zum Beispiel mit der Blume. Das wäre ja dann so, ne? Also klar, nicht jetzt auf die Ecke, aber. Yo, yo, yo. Ja, ja, gucken wir mal, ne? Also, ich wollte das halt so ein bisschen dekorieren noch und ich denke mal, ich werde mir das aber bei dem hier machen, vielleicht als Tuckspot eher. Das heißt also nur hier diese Ecke so machen, dass man was dahinter klemmen kann. Ja, so werde ich das machen. Einfach nur so, weil es süß aussieht. Ja, also keine, was weiß ich was. Du weißt schon. Ach, oh, was wir noch machen können. Weißt du was, wir machen das so. Ich schneide jetzt erstmal die größeren Teile hier ab. Packe die gleich erstmal zur Seite, dann kann ich ja dann wieder noch benutzen. Für den Newsletter anmelden, bitte bis zum 31. bzw. 30. Welcher ist es diesen Monat? Ich weiß es gar nicht. Also zum 1. ab dem 1. wird der Newsletter verschickt. Und also ich verschicke alle am 1. und ich habe jetzt beim letzten Mal ist, glaube ich, auch alles gut gegangen. Ich hatte das ein bisschen auf schneller gestellt, damit das nicht ganz so spät bei euch erst ankommt. Weil der ja sonst nur 100 Briefe die Stunde gemacht hat. Und so ein Tag hat halt nur 24 Stunden. Und dann dauert das halt eben so ewig. Und ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen schneller geht. Also am 1. wird der Newsletter verschickt. Wer sich dann anmeldet, kriegt erst den vom nächsten Monat. Der ist dann quasi zu spät dran. So, und ich würde jetzt hier vielleicht das sogar kombinieren. Vielleicht auch einfach nur als Deko. Das sieht man dann hier so durch.
Ja, die Pocket passt natürlich genau hier hin. Dann mache ich das doch lieber so. Ach, ich weiß es auch nicht. Ich bin jetzt unentschlossen gerade. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist das Inken. So, ja, normalerweise habe ich immer so ein paar Cluster und sowas gemacht und kleine Sachen. Jetzt dachte ich mir, meine können wir ja gleich auch noch machen. So ein, zwei Teile, die man jetzt hier so rausbasteln kann, die wollte ich gerne mit dir zusammen einfach nur in das Journal basteln. Denn damit wollte ich jetzt auch dann demnächst mal fertig werden und dann wollte ich mich ans nächste machen. Ich bin momentan so im Journal-Bastelfieber. Das heißt, ich will ganz viele... Ach, eigentlich will ich immer ganz viele Dinge basteln. Das jetzt als was Besonderes hinzustellen, ist eigentlich auch nicht richtig. Das stimmt nämlich nicht ganz so. Ach, ich habe so ein schönes... Oh Gott, Entschuldigung. Ich bin heute irgendwie müde. Aber ich hatte auch gestern noch Nachtschicht. Da bleibt das nicht aus, dass man vielleicht... Ja, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Das gefällt mir alles noch nicht so richtig. Ich hätte es vielleicht nicht ausschneiden sollen, einfach nur so lassen. Hier ist schon besser mit dem Fahrrad. Das finde ich lustig. Hier kann ich es reinkleben. Das gefällt mir. Mhm. So, das machen wir hier unten. Zack, und dann mache ich das hier einmal an der Ecke und dann auch nur so ein L. Und dann mache ich das hier fest und fährt das Fahrrad da quasi rein und man kann trotzdem noch was dahinter stecken. Eine Kleinigkeit, ne, zum Sammeln quasi. So. So, falls du heute das erste Mal eingeschaltet hast, wie ich dieses Album bastel bzw. gebunden habe und die Tags und die kleinen Mini-Pockets hier dazu, die Videos, die findest du alle in den letzten Wochen. Also wenn du ein bisschen zurückguckst, dann findest du alles, was ich hierzu brauche. Auch diese Journal-Karte hier, die versteckte, ne? Mit Bastelanleitung. Daran soll es nicht hapern. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt machen wir das so. Ich schneide die hier noch aus. Diese Journal-Karten mit minimalen weißen Rand. Du kannst aber optional natürlich auch direkt an der Kante abschneiden. Kleine Journal-Karten dann, ne? So, hier könnte man die dann auch so hinterstecken. Ja, das ist jetzt farblich vielleicht nicht ganz so passig, aber mich stört das nicht. Das darf auch ruhig mal ein bisschen anders aussehen. Nur blau in blau. Und bei den blauen Blumen ist ja auch ein bisschen rosa mit dabei. Also sind ja analoge Farben, die kann man ruhig zusammentun. So, achso, das hier wollte ich ja auch noch machen. Man könnte das natürlich dann auch farbig inken. Muss ja nicht immer braun sein. Allerdings mag ich ja gern ein bisschen alt. So, hier schon so kleine Collagen vorgegeben, ne? Und jetzt hier. So, und jetzt siehst du, das kann man hier ganz gut reinstecken, sodass es dann da drin so ein bisschen hält. Und dann hat man hier auch so Journal-Karten mit drin. So, dann gucken wir mal, was wir noch machen. Ich glaube, ich hätte jetzt Lust, auch irgendwie was anderes zu machen. Ich weiß es noch nicht. Und das hier, das machen wir aber doch. Das mache ich noch. Und zwar mache ich daraus tatsächlich eine Pocket. Auch wieder mit so einem Guckfensterchen. Die ist halt ein bisschen größer, da kann man schon mal ein bisschen mehr mitmachen. Und die werde ich auf eine bunte Seite kleben, also auf eine Designpapierseite. Ich habe so viel Lust zu basteln. Ich bin nur gerade so müde. Das ist voll schlimm, wenn man eigentlich basteln will. Man ist total müde. Nicht cool. So, gucken wir mal. Machen wir das doch mal hier. Wenn du mit dem Cutter schneidest, immer schön vorsichtig. Ne? Man kann auch mit dem Metalllineal hier dran. So. Worauf ich in letzter Zeit richtig Lust habe, ist mal so Shorts zu machen. So ein paar mit kleinen Bastelideen. Vielleicht eher so Richtung Collage, weil ich liebe Collagen ja sowieso und ich mache ja auch öfter einfach so Collagen, also jetzt nicht unbedingt mit Video.
Und da dachte ich, das wäre doch eigentlich eine coole Idee, das zumindest mal, muss ja nicht jedes Mal so ein langes Video sein, aber so ein Short für so eine kleine Idee. Ja, und hier wird mir das mit dem Cutter schon wieder... Aha. Also ich habe mich ja immer gefragt, wie Leute das, also die haben ja so ein Skalpell dafür, aber wie viel Geduld man da braucht, um solche Fensterbilder zu machen. So einfarbige, kennt ihr die? So zu Weihnachten gab es die früher immer mal. Also schneide ich jetzt einfach hier einmal ab. Dann haben wir hier das Fenster und dann machen wir das hier zu. Und dahinter kann man dann Sachen reintun. Das ist dann so eine richtige Fensterpocket. So, ich klebe das jetzt einmal fest und dann nehme ich mir Washi, was ich jetzt nicht unbedingt so gerne mag, und werde das, weil das kann man dafür sehr gut nehmen, werde das von hinten nochmal extra kleben, dass wenn ich da was reinstecke in diese Pocket, dass das glatt rein und raus geht, ne? Also dass das nirgendwo hängen bleibt an diesem Fensterchen. Und deswegen mache ich mir da so eine Schicht Washi noch dran. Ne, weil sonst hängt das nachher hier in der Ecke, wenn ich da was reinschieben will. Das möchte ich gerne vermeiden. Das passt aber auch genau. So, zack. Und dann hier oben nochmal. Und alles, was übersteht, schneide ich gleich ab. So, ne, dann ist das eine schöne glatte Fläche. Und dann lässt sich hier alles ganz gut reinstecken, ohne dass man da Sorge haben muss, dass man es nachher nicht mehr rauskriegt. Beziehungsweise beim Reinstecken, dass man dann nichts kaputt macht. So, jetzt gucken wir mal, wo wir das hinpacken. Da hatte ich ja gesagt, da möchte ich das gerne hier ein bisschen so auf das Designpapier machen. Vielleicht hier zu der Blume. Mache ich einfach vielleicht so, dass ich von der Seite hier reinstecken kann, oder mache ich das von oben? Das ist eine gute Frage. Oder ich erweitere mir das Ganze ein bisschen. Weil das hier, da ist ja nicht viel. Und zwar mache ich mir vielleicht aus diesem hier, aus dem Papier, das ist eine gute Idee, das schneide ich mir jetzt einfach mal durch. Mit dem Designpapier mache ich ja eher selten was in den Videos hier, ne? Aber ich dachte, ist ja vielleicht gar keine schlechte Idee. Das ist ja, also die Dame jetzt nicht, weil das ist mir ein bisschen, machen wir einfach hier in der Hälfte, ne? Daraus kann man dann auch noch ein bisschen was machen. So, ich nehme mir jetzt das hier vor und schneide mir das hier so zurecht. Und gucken wir gleich mal, ob mir das gelingt, was ich da so vorhabe. Wenn du vielleicht noch ein anderes Papier hast, was du dir dann ausdruckst, dann kannst du das auch auf der Vorder- und Rückseite nehmen. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich jetzt mal ein Papierset gemacht habe mit Basics. Damit man das besser... So, ich knicke das einfach links und rechts hier so. Dann gucken wir mal. Und zwar möchte ich daraus eine Pocket machen. Ich habe das hier einmal einknicken. Und eine mit verschiedenen... So. Und so. So, und dann knicke ich das einmal um, damit das hier bunt ist. Das lasse ich so und das knicke ich wieder nach innen. Und das geht ja mit dem Papier eigentlich ganz gut. Ja, man sieht jetzt natürlich hier, das lasse ich dann doch lieber so. Das kann man dann doch nach innen knicken. So, das wird dann quasi so eine Pocket. Und auf die Pocket... Ne, das habe ich mir anders vorgestellt. Okay. Ja, das passt natürlich nicht mit den Schmetterlingen. Das müsste wenn dann hier sein. Kann mal gucken. Könnte ich noch machen. So. Dann habe ich halt eben das nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Wenn ich das so rum mache, eigentlich kann ich das so lassen und dann habe ich hier
einfach eine Seite zum Beschreiben. Das ist doch auch in Ordnung. Und die klebe ich jetzt dann so rein. Und da würde ich dann jetzt hier das so machen, dass das hier überklebt. Aber ich hier noch die Möglichkeit habe, was reinzustecken. Ja, das finde ich gut. Mache ich einfach so. So, und das wird eine Pocket. Das heißt, wir kleben ein U. Die eine Seite oben, die bleibt frei. So, und dann guckt hier nämlich der kleine Schmetterling raus. Und da kann ich dann so einen kleinen schmalen Tag reinpacken. Oh, das ist doch nicht schlecht. Und dann könnte ich vielleicht, gerade so überlegt, die hier rausschnibbeln. Zwei Sachen. Ne? So, einmal die und einmal die Seite. Und damit mir das nachher hier in dem Büchlein nicht auf und zu geht immer. Ah, Moment, so könnte ich es natürlich auch machen, ne? Einfach hier dran sticken. Ja, warum denn nicht? Geht auch so. So, und das hier würde ich so machen. Dann nehme ich mir nämlich noch was hier von dem Papier und schneide mir das passend. Ich muss gerade einmal gucken. Ich mache mir daraus einen kleinen Clip. So, ein bisschen was von der Dame weg, aber das ist ja nicht so dramatisch. Und dann mache ich mir so einen kleinen Clip. So, jetzt schaue ich mal, wie lang der denn so sein kann. Nicht allzu lang. Ich knicke das hier einfach mal in der Mitte auf irgendeiner Höhe. Klippe den hier fest. So. Und jetzt kommen die beiden Dinge. Die sind genau gleich groß. Das heißt also, wenn ich das jetzt hier genau schneide, dann müsste das eigentlich passen. Muss ich gerade nur gucken. Könnte sein, dass ich da noch eine zweite Schicht drauf mache, weil die doch ein bisschen zu klein sind, um nur die Dinger zu benutzen. Dann würde ich das nämlich hier einmal von der Seite kleben und einmal von der Seite und das darunter verstecken. Das Problem ist, das ist für eine Büroklammer zu klein. Das bedeutet, ich mache mir hier nochmal einen Knick. Das jetzt einfach auf das hier, weil das ist so ein bisschen hell. Das sieht ja vielleicht cooler aus, wenn man das einfach hier mit reinmacht. So, das klebe ich jetzt hier einfach fest und schneide ich das gleich ab. Da. Steht direkt neben mir. Oh, nicht schlecht. So. Abgeschnibbelt. Dann machen wir hier noch abgerundete Ecken dran. So. Und dann mache ich mir jetzt hier einfach so einen kleinen Clip, den ich ein bisschen dekoriere. Deko-Sachen haben wir ja genug. Könnte man sogar hier nochmal einen Rahmen vielleicht dran machen oder so. Ich gucke mal einfach, wie das aussieht.
heute bin ich mal ein bisschen schweigsam. Kennt man ja sonst auch nicht von mir. So, und das würde ich jetzt tatsächlich hier dran machen. Und dann würde ich das hier einfach die Notizen und von der anderen Seite Journal einfach draufschreiben. Also jetzt nichts, was weiß ich was. Und vielleicht eine von diesen kleinen Fläschchen. Die finde ich auch ganz niedlich. Das ist mit den Notizen, die sind ja auch doof. Das kann man ja gleich gar nicht mehr lesen. Komm, ich klebe das jetzt erstmal hier fest. Oder mache ich das nur das und das Fläschchen? Nee, ist blöd. Ach, ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Oh, ich glaube, da habe ich ein bisschen zu viel jetzt Kleber dran gemacht. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass das hier genau dran passt und nicht zu viel wird. Ja, da guckt ein bisschen Kleber nämlich raus. Ist aber nicht schlimm. Ist okay. Ja, guck mal. Haben wir gleich hier Papierclips auch noch gelernt, ne? Für alle, die dies noch nicht kannten. Da hier noch. Gut, ich würde jetzt hier den Vogel bekleben. Das würde ich jetzt so drauf machen. Und ein bisschen inken auf jeden Fall. Das Ganze ein bisschen schäbiger machen. In the shabby style. Du, 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 du. Das wird definitiv ein kleines. Ich habe es mir wirklich sehr, 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 sehr vorgenommen. Dieses Jahr im Urlaub, ich werde das fürs letzte Jahr vielleicht auch noch nachholen. Und zwar kleine Büchlein zu machen, wo ich tatsächlich auch Fotos entwickle und reinklebe. Und deswegen, also ich mache mir quasi eher Fotobücher. Weil, ja klar, ein paar Erinnerungssachen kommen da auch mit rein. So, und ach genau, dann kommen wir jetzt hier mal dazu. Und dann gehst du hier einfach mit dem Plüsch so ein bisschen entlang, ohne von oben, sondern richtig schon seitlich. Und dann kriegst du hier auch eine schöne Kante rein mit so einem Verblender. Ne? Dann ist es nicht mehr ganz so weiß am Strahlen, weil es ging, glaube ich, auch darum, dass die Sticker dann immer so leuchten mit ihrer Outline. Ne? Aber ich denke mal, also was Gutes ist auf jeden Fall eine Pinzette zum Festhalten. So, und dann hast du es jetzt auch ein bisschen geinkt von außen. Was wollte ich sagen? Genau. Ich wollte nämlich schon so ein paar Fotos entwickeln, weil man guckt die sonst kaum und die sind dann so auf dem Handy und dann hat man so 3000 Stück, vielleicht kennst du das, und man guckt sie eh nicht. Und ich würde doch gerne mal irgendwie was entwickeln. Und dann auch immer was so, ja, ein bisschen parat haben auch einfach, ne, zum Gucken. Ich überlege, ob ich da noch ein paar Blümchen vielleicht auch hinmache. Machen wir mal hier so die kleinen Blumis. Ne. Jetzt mal gucken, ob ich das so klein überhaupt ausgeschnitten kriege. Ich bin da ja sowieso nicht so der Geek. Ich mache das extra für euch. Ich hasse nämlich ausschneiden. Ich lasse mir das ja sonst immer von meiner Dingsmaschine ausschneiden. Aber jetzt hatte ich mir ja angewöhnt, das für den Newsletter extra für euch zu schnippeln. Weil ich so nett bin. Ach Gottchen, Leute. Momentan ist echt irre was los. Also ich habe keine Ahnung, wie es heute aktuell, jetzt wo du das siehst, wie sich das entwickelt hat. Aber wahrscheinlich werden wir dieses Jahr doch noch umziehen. Wir haben nämlich was Schönes gefunden, wo man hinziehen kann. Und zwar ein Häusle. Und da hätte ich dann tatsächlich auch ein vernünftiges Büro mit mehr Platz und so. Und ja, also, wenn du dieses Video siehst, weiß ich wahrscheinlich schon mehr. Und jetzt bin ich die ganze Zeit im Überlegen, wenn wir umziehen, dann wahrscheinlich erst im Herbst. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Also es wird dann wahrscheinlich wohl kein Shop-Update in der Zeit stattfinden. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich das mit diesen Memory-Dex-Karten machen soll dann. Also Fragen über Fragen, ne? So, guck mal, ich habe das echt geschafft, so klein schön abzuschnippeln hier. Und das würde ich jetzt hier so drüber... Ach, das ist doch niedlich, guck mal.
Ist das süß. Hacke, ist das süß. Boah, und da hätte ich echt einen richtigen Arbeits- und Lager- und Pack- und alles Raum. Da würde ich mich auch nie wieder über Platzmangel beschweren. Ja, vorher müsste ich natürlich hier dann noch weiter ausmisten und ausräumen. Achso, das von so einmal hier runter damit. Ich mache ja immer gerne meinen ganzen Müll einfach erstmal nur auf den Boden. Und später räume ich das dann, fege ich das alles zusammen. Also hier, das lasse ich jetzt einfach. Und zwar, guck mal so. Und dann einfach in der Mitte gefalteter Zettel hier dran. So kann man nämlich super Journalplatz sich noch beschaffen. Wenn man viel schreibt, ne, wenn man Tagebuch schreibt, dann hat man ein, das ist, ich muss ja sagen, manche fragen dann ja mal, ja und ja, wo schreibe ich da was rein, wenn ich jetzt Designpapier habe und das ist ja eigentlich völlig doof. es geht ja schon, ja, wie soll ich sagen, das Junk Journal vereint ja nicht nur irgendwie, ich mache mir jetzt ein hübsches Buch mit Blanko-Seiten, sondern eben auch gerade dieses Kreative. Und ich finde für mich, ich hatte das ja, glaube ich, auch schon zigmal gesagt oder zumindest mal irgendwann schon mal gesagt, für mich ist ein Junk Journal einfach ein Schatzbuch. Das ist so, ich liebe es, dann in so Klappen zu gucken und in so kleine Verstecke. Und das ist halt, ja, ich würde das nennen ein interaktives Buch, ja, wenn man das so benennen müsste. Und also jetzt für alle, die sich so fragen, so, ja, wie das denn dann so sein und warum, wieso, weshalb und... Es ist schon so eine Art interaktives Buch und wir wissen das doch, wie schön das ist. Also ich weiß nicht, ob du es genauso gerne kaufst oder mal gekauft hast für deine Kinder vielleicht. So Klappenbücher, wo man immer so Klappen öffnet, noch was dahinter versteckt ist und so. Und ja, es ist einfach schön. Ich stelle fest, dass mit der Briefmarke hier, das ist optisch schön, aber zum Schneiden habe ich keinen Bock. Finde ich doof. Ich hoffe, du hast da mehr Geduld. So, und ich habe mir gedacht, die hier kann ich eigentlich auch ganz normal klemmen. Ich muss ja sagen, dass ich es mag, wenn jede Seite irgendwie dekoriert ist. Einfach so den Spruch damit dran ist doch auch okay. Ach, ich finde diesen Clip, der ist ja richtig gut geworden, ey. Ich glaube, das klebe ich doch noch da drauf, sonst sieht das hier so leer aus. Und da reicht eigentlich auch das Wort. Dann ist es auch mal nicht so überladen. Ne? Sonst überlade ich ja gerne mal was. Und ich habe natürlich vergessen, es zu inken. Das geht manchmal auch noch, wenn man schon Kleber benutzt hat. So, ich klebe das jetzt hier einfach so da dran. So. Ist das cool. Jo. So. Hier sieht man ja den Schmetterling durch. Da kann man ja, wie gesagt, was dahinter stecken. Das ist ja eine Pocket. Und jetzt wäre natürlich die Frage, wie man das dann macht. Da würde ich mir wahrscheinlich tatsächlich aus neutraler Pappe oder sowas oder aus irgendeinem Rest. Ich muss mal gerade einmal gucken, ob ich hier irgendwo so einen Rest habe von irgendwas. Festeres vielleicht auch. Hier kommt schon. Ach guck mal, ich habe ja noch alte Sachen auch noch hier. Mann. Oh, ich habe noch hier so Wintersachen für Craft O'Clock. Das bietet sich doch an, hier so ein Stückchen einfach. Jetzt einmal gucken, wie schmal ich das dann schneiden muss, damit das da reinpasst. Guck, dann machen wir hier oben noch einen kleinen Abschluss. Ich gerade mal gucken. Ach, da habe ich das Ding. Oh, ich habe das schon überall gesucht. Wie bräselig von mir. Ich habe das echt schon länger mal gesucht und habe mich mal gefragt, wo ich das denn wohl hingesteckt habe. Gerade mal gucken. Ja, schon fast ein bisschen zu kurz dafür. Muss ich das nur mittig ausrichten? Mehr oder weniger. So, dann habe ich hier so einen kleinen Tag. Kann man dann hier reinstecken und da noch ein Bändchen durchziehen. Und natürlich kann man das hier auch noch von vorne so ein bisschen dekorieren.
Da könnten wir ja vielleicht einfach so einen von denen hier dran machen. So. Von den kleinen Rahmen. So. Also, das Rad neu erfunden haben wir heute nicht. Aber ist ja auch gar nicht so schlimm. Muss ja auch nicht. Einfach nur Spaß gehabt, ein bisschen eine Kleinigkeit heute zu machen. Das muss ja auch nicht immer so extrem sein. Ich weiß gar nicht, wie lange nehme ich denn schon auf? Wahrscheinlich schon wieder voll lange. Ja, auf 40 Minuten. Ey, manchmal kommt mir das ja echt total lange, lahm vor. Irgendwie, als hätte ich gar nicht viel gemacht. Und dann ist das doch so lange. Das ist echt unfassbar. Hm. Ach komm, der Stuhl. Der passt auch gut zu diesem Rahmen. Das ist mal was anderes. So. Ich werde jetzt demnächst auch vielleicht noch mal ein altes Papier von mir verbasteln. Von den ganz klaren, die ich komplett selber gemacht habe, also komplett selber gemalt habe sozusagen. Und werde daraus wieder mal ein bisschen was machen. Für alle die, die schon im letzten Jahr, als die Papiere kamen, die gekauft haben, oder auch für alle, die sie noch nicht kennen, wie auch immer, dachte ich, es wäre ja vielleicht mal ganz sinnvoll, da vielleicht noch mal ein paar Ideen zuzumachen. Und euch da noch so ein bisschen was mit an der Hand zu geben, ja, dass ihr auch wisst, was ihr mit dem Papier, das ihr schon gekauft hattet, irgendwann mal, was ihr damit sonst noch so zaubern könnt. Ich würde hier tatsächlich auch die Mitte noch ausschneiden, habe ich mir gerade überlegt. Ich muss nur gucken. Ich glaube, ich nehme dann doch hier mein kleines Mini-Skalpell, weil der Cutter ist mir ein bisschen zu groß. Also wie gesagt, das ist jetzt hier keine... Ja. Habe ich schon scheiße angefangen zu schneiden, viel zu weit. Das ist keine Klinge, die sich dreht, aber man kriegt hier doch diese ganz kleinen Ecken, kriegt man doch damit besser hin als mit einem großen Cutter. Weil das halt eben so eine Mini-Klinge ist, ne? Wie lange die hält, weiß ich nicht. Und Ersatz gibt es da garantiert auch nicht für. Das heißt, dass ich jetzt am Ende wahrscheinlich, wenn die stumpf ist, dann irgendwann auch mal wegschmeißen. Ich habe gerade auch schon überlegt, ob ich die Rahmen irgendwann mal mit in die Papeterie aufnehme, schon ausgeschnitten. Weil ich finde die eigentlich ganz niedlich. Muss ich mal gucken. So, ja, und das finde ich besser. Dann schimmert das unten noch so ein bisschen durch. Ist nicht ganz so weiß. Und hier drunter packe ich jetzt aber was anderes. Einfach nur um so ein bisschen so einen Farbakzent. Nee, das mit dem Grün sieht nicht aus. Blau. Ja, ein bisschen vielleicht mit Blau. Komm, schnippel ich mal hier ein Stückchen ab. Ich mache hier so eine Mini-Collage einfach drauf. Du weißt ja, ich liebe Collagen. Und nicht jede muss gut durchdacht sein. Das sind sie meist sowieso nicht. Habe ich denn jetzt meine Pinzette wieder? Oh, ich begrabe ja auch immer alles, ne? So. Vielleicht nehme ich mir auch noch mal die einzelnen Wörterchen vor, die es so beim Junk Journal gibt und zeige euch Beispiele dazu. Also einiges kennt ihr ja schon aus dem FF wahrscheinlich, also auch ihr Neuen, weil sowas wie kleine Pockets und so, das kommt ja immer mal wieder in jeglicher Form. Journalkarten eigentlich auch. Aber solche Sachen wie eine Snippet Roll oder gut, Bellyband weiß ich jetzt nicht, aber so Snippet Roll habe ich schon ewig nicht gemacht. Ich denke, ich werde demnächst mal eine machen. So, dann ist dieses Stühlchen mit dem Dings, das ist jetzt auch kein großes Ding. Vielleicht hätte ich hier auch noch ein bisschen Dings drunter machen können. Buchseite. Buchseite ist eigentlich, also ich finde, eine Buchseite, die wertet das Ganze immer auf, oder? Es sieht dann immer schön aus.
werde ich jetzt hier nochmal drunter stecken ein bisschen. Das sieht eigentlich immer dann vollendet aus mit Buchseite. Kommen wir mal den Stuhl hoch. Oh, hier. Genau, so ein ganz kleines Stückchen nur. Ist hier noch ein bisschen kleines. So, hier. Und dann machen wir hier, um das auszubalancieren, auch noch so ein mini, mini, mini kleines Buchseitenstückchen. Jetzt muss ich gucken, ob ich das dahinter bekomme. Ich habe das, glaube ich, ganz gut verklebt und der Kleber klebt. Wenn er klebt, dann klebt er. So, hier. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr Balance da reinbekommen. Dann sieht das ein bisschen besser aus, denke ich. Ja, dann machen wir noch ein kleines Band. Tüdel, tüdel, tü. Was für ein Band? Band, 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 Band. Hier. Ich habe jetzt kein Band. Machen wir einfach hier eins von den. So ein kleines, dünnes habe ich jetzt nicht. Dann kann man natürlich auch sowas hier machen. Warum denn nicht? Sieht doch auch ganz gut aus. So ein bisschen shabby. So, muss nur gucken, dass mir das nicht auseinanderfuselt komplett. Das ist zu kurz geworden. Das ist natürlich nicht so schlau. Dann gucken wir mal, ob wir das so hinbekommen. Bisschen, ja, das reißt komplett auseinander, fürchte ich. Gerade mal gucken, ob man daraus einen Knubbel machen kann. Ja, so ein mini-klein. Ja, ich glaube, das wird nicht halten, oder? Doch, das hält. Hätte das gedacht. Okay. Das sieht jetzt ein bisschen scheiße aus. Ich mag's nicht. Ich mach's ab. Ja, nicht alles, was ich mache, hat Hand und Fuß. Hier habe ich noch ein bisschen Band. Guck mal, so einen kleinen Rest. Dann mache ich das doch einfach so, dass ich das hier durchfusel. So. Oben, unten. Und damit das hält, greife ich zu meinem Special Effekt. Einfach fester kann, fertig. So, und jetzt hier rein. Gucke mal. Ja, so ist das fein. Das ist gut. So ist besser. So, und ich glaube, ich werde mir tatsächlich dieses Stückchen hier, die werde ich mir, glaube ich, abschneiden. Oder? Ja, die nerven mich irgendwie ein bisschen. Man kann die natürlich auch lang lassen und unten noch so ein paar Anhänger oder so dran machen, aber ich habe keine Lust da drauf. Ich finde das so besser. Also gerade bei dem Journal jetzt. Bei anderen Journals vielleicht nicht, aber bei dem kleinen schon. Da ist ja schon gebamselt hier vorne dran. Das reicht ja eigentlich auch. Ne? So, also haben wir heute ein bisschen was von dem Goodie hier verbastelt. Vom Newsletter. Und ich werde vielleicht auch, also ich habe schon überlegt, ich arbeite gerade wieder an einem neuen Online-Kurs fürs Aquarell und deswegen werde ich jetzt gucken, dass ich so ein bisschen Kleinigkeiten eher nur bastel, damit ich noch genug Kapazitäten habe, meine Videos zu drehen. Weil wenn das dieses Jahr wirklich in einen Umzug mündet, dann werde ich nicht so viel Zeit haben. So, also Journalkarten sind drin. Boah, das wird ja auch schon immer ein bisschen dicker, ne? Geht noch. Noch passt was rein. So, einmal hier festgeknubbelt. Das ist irgendwie niedlich. Und schön kann man das dann ins Dings packen, in die Handtasche und mitnehmen. So, und was du aus dem restlichen Kram machst, weiß ich nicht. Ich werde jetzt hier noch den Rest zu Ende schnipseln. Ein bisschen kleiner schon machen für die nächsten Bastelabenteuer. Und ja, ich hoffe, dass dir das Goodie gefällt. Und wie gesagt, wer schon angemeldet ist und schon was bekommen hat mal, der braucht sich eigentlich überhaupt gar keine Platte mehr machen. Der kriegt das ja automatisch in sein Postfach. Also in das E-Mail-Postfach. Und wer bisher noch nicht angemeldet ist, bitte immer den Hinweis auf der Website für den Newsletter, ist ja unten verlinkt. Da gehst du dann drauf und dann scrollst du bitte und dann guckst du dir bitte alle Hinweise an, bevor du dich anmeldest, damit nichts schief geht. Denn ich bearbeite im Nachhinein nichts mehr, was den Newsletter angeht. Ich habe, es ist eigentlich ganz einfach, du meldest dich an, bekommst eine E-Mail und in dieser E-Mail ist ein Bestätigungslink, den musst du drücken, damit du eine bestätigte Anmeldung hast. Und dann ist es bestätigt in der Regel und dann bekommst du auch ganz normal deinen Newsletter. Ansonsten alle anderen Sachen, die vielleicht schief gehen, können auch im Vorfeld schon, findest du auf der Webseite genau da bei der Newsletter-Anmeldung. Das heißt, es ist ganz einfach zu finden. Ja, und dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Goodie und mit dem restlichen Inhalt, der da so kommt.
Und ja, ich werde wahrscheinlich auch eventuell für Aquarell noch was mit reinpacken. Ich hatte ja gesagt, dass ich die künftigen Skizzen, wenn es überhaupt Skizzen gibt, dass ich die dann wieder mit in den Newsletter packe. Aber so richtig ausgereift ist diese Idee auch noch nicht, weil ich weiß nicht, ob ich jedes Mal eine Skizze schaffe, auch zu erstellen. Das kostet ja auch immer ein bisschen Zeit. Und ich wollte eigentlich mit euch eher was malen, was intuitiver ist, wo man vielleicht nicht zwingend eine Skizze braucht oder wo man dann eher sich die Skizze auch mit mir zusammen erarbeitet. Also so, dass du am Ende dir eine eigene Skizze machen kannst und gar nicht meine Vorlagen brauchst, weißt du? Also ich, das wäre jetzt so mein Ziel. Kannst ja hier vielleicht schon mal verraten. Also der nächste Kurs, es werden auf jeden Fall florale Sachen sein, also Blumen. Und da werde ich gucken. Ich weiß noch nicht, wann der dann online geht, weil ich muss natürlich für das, was ich vorhabe, muss ein bisschen was blühen. Und damit wir ein bisschen mit Referenzen arbeiten können. Und ja, ansonsten muss ich es mit Fotografien machen. Mal gucken, wie ich das genau machen werde. Und da ist es dann so, dass wenn du das verstanden hast, wie man das malt, die Blumen, wie man sich die selber malen kann und so, dann brauchst du wahrscheinlich auch gar keine Skizzen mehr von mir. Also von daher. Ne? Okay, ich schnibbel jetzt hier noch so ein bisschen. Und mache dann aber auch schon aus, ne? Ich mache jetzt nur noch die Rahmen und dann habe ich, glaube ich, auch alles ausgeschnibbelt schon, oder? Ja, die Kleinteile, die macht man dann halt später, ne? Das muss ja jetzt nicht sein. Das kann ich dann machen, wenn ich es brauche. Okay. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit dem Freebie nochmal. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Im nächsten Monat dann. Tschüssi!